So, jetzt eine neue Folge. So. Was er denn jetzt schon wieder gemacht? Hauptplatine ersetzen. Ach Junge, was machst du denn immer? Die 460. Ja, welche ist das jetzt? Komm mal, Hack. Das ist der hier. So, was haben wir hier noch? Nach einem Konzert. Handlung fehlgeschlagen, wir treten den Rückzug an, okay. Booker DeWitt. Anspielung auf Bioshock Infinite. Wie hieß der mit Vornamen? Die haben den immer nur mit Booker angesprochen. Booker DeWitt. Genau, DeWitt hieß der. Old Booker. Booker DeWitt. War das richtig Booker? Ich weiß es gerade nicht mehr. Was könnte, wenn es richtig ist, könnte es Dings gewesen sein. Bioshock Infinity. Ist auch ein sehr geiles Spiel. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Edward Viper. Gucken wir doch mal. 3000 Megahertz. Wo habe ich denn hier? Speicher. Wo ist das Patrot? Gigabyte. Da gibt es wieder natürlich mehrere von, ne? Muss mal kurz nochmal eine E-Mail hier dran. Was habe ich gerade? War Schluss mit lustig, was? Auch noch weiße haben. Das sind die hier. Ach, die sind sogar RGB. Dann können wir direkt 4 Stück davon bestellen, dann passt das ja. RAM installieren, mindestens 10 Regenbogenleuchten prüfen. Was? Alter! Was haben die gemacht? Okay, da ist das, dann bestelle ich dann davon noch welche. Machen wir mal 10 Stück raus. Man kann die eigentlich immer gebrauchen. X, was ist denn das für ein CPU? Okay, das ist die hier. Das ist kein Problem. Was haben wir dann noch?
Silverstone. Was ist das? 1000? Okay, so. Was hat er denn an RAM überhaupt? Ich kann schon sehen, was der für eine Festplatte hat. Okay, dann sollten wir das eigentlich alles kriegen. So. Und Fallout 4 wollte ich eigentlich auch gespielt haben, aber ich muss es erst runterladen mit unserer Gammelleitung. Das dauert halt immer so ewig lange. Das ist halt das Schlimme daran. Aber wenn ich streame, kann ich halt nicht runterladen, weil ansonsten der Stream nicht richtig läuft. Das ist halt auch nochmal so schlimm. Also 4 Stück davon. So, dann starten wir das schon mal. Ich habe die Beleuchtung gar nicht drin installiert. Aber ich hätte auch gar nicht so viel kaufen brauchen, sehe ich gerade. Ja, einfach nur Regenbogen und Zuckerkar installieren. So, guck mal, wir haben mehr als genug drin. So, kommen wir mal zum nächsten PC. Den Außendienst mache ich gleich. Oh, jetzt mal die Sachen raus hier. Okay, der hat keine M2 da drin. Was dauert auch immer so ewig lange, bis der ganze Staub hier mal raus ist. Na, Hauptplatine, wo ist sie denn hier? Weil CPU kann ich nicht austauschen. Das ist. Bei manchen Sachen ist das auch total doof. Da bestellst du was und dann denkst du, ja, kann ich ja auch austauschen. Nö, es geht nicht. Aber als andere kannst du austauschen. Bin mal gespannt, wie sie das im zweiten Teil lösen. Und gerade das mit dem Benchmark, bin ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert. So, hat der alles? Der hat alles. Dann kann der direkt weg. Na, da rein. Ach, hier, der ist auch fertig. RAM installieren. Ach, die hat gar keinen drin. Speicher. Wo haben wir denn welchen da? Den anderen nämlich daneben machen. So. Nein, so rum. 10 Regenbogen, da müssen wir mal gucken, ey. Aber ich glaube nicht, dass wir so viele haben. Okay, läuft. Aber bei den Regenbogen würde ich eher Kopfschmerzen kriegen, aber okay. Hauptsache, es ist fertig. Das Bewertungssystem hast du quasi auch wieder drin durch die, mit dem Smiley da oben. So, und da gucken wir gleich mal. Kassieren. Und wir haben sogar minus 130 gewinnen. Also das habe ich, die ganzen Folgen habe ich das nicht gesehen, bis auf gerade eben. Wir machen keinen Gewinn. Doch, da 380. So, den können wir verwerfen.
Dann zum Außendienst. Das ist quasi der Ladebalken. Hauptsache, der hat einen Drucker und ein paar Kartons hier stehen. So, was haben wir denn bei dir? Ich kann ja erstmal die Sachen installieren, bevor ich da irgendwas anderes mache. Auch schönes Hintergrundbild. So. Payback. Andere war... Soccer Car. So, dann tauschen wir die Sachen mal aus. Also Grafikkarte, ne, Grafikkarte nicht, CPU raus und Netzteil raus. So, erstmal die PSU-Halterung wieder reinmachen. Das Kabel? Achso. Ja, das macht der halt auch nicht. So, auch fertig. Schön Tausender Gewinn. So, was haben wir denn jetzt noch? Mal gucken, wann wir jetzt eigentlich Ende haben. Die Freumond, Alter. Okay, ich habe nur zwei PCs. Ich wollte gerade sagen, wo ist der PC aus? Kaputt, 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 Alter. Es gibt sogar Erfolge dafür, wenn du bei Onkel Tim die Sachen kaufst. Müssen wir erstmal E-Mails schicken. Ja, wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Der will jetzt irgendeine Wasserkühlung. Copied all ist ausgeführt. Angepasste Wasserkühlung für CPU. Gucken wir doch mal. EVO. Das müsste der Eris gewesen sein. Ne? Ist aber, glaube ich, da so egal, weil es die eigentlich so benutzen kannst. So, ich bestelle aber jetzt da mal mehr von. Also drei Stück jeweils. Sonst noch irgendwas lila Kühlmittel. Ja, das geht. Die BU aufrüsten, was ist das denn drin? Ein Fünfer. Ich denn noch einen AMD Darm. Gar nichts. Ja, nur den Tripper, aber den kann ich nicht einbauen.
Den muss ich zusammenbauen. Okay, da müssen wir gleich mal gucken. Du darfst Bradley nicht gewinnen lassen zum Whiteboard. Oh mein Gott. Übrigens können Menschen nicht diesen Viper. Okay. Nicht schlecht. Okay, gut. Was war das jetzt mit dem 4K? Welches Programm? Cap it all. Was brauchst du denn an der CPU? i5. Machen wir mal direkt zwei von Hauptplatine. Baby Lake. Verkühlung habe ich. So, Speicher 16. Davon brauchen wir 4. Grafikkarte 2080. Machen wir die zwei von Festplatte. Was brauchst du da? Festplattenspeicher 240 GB. Gucken wir mal. Typ M2 Größe mindestens 960. Und zwei davon. Netzteil machen wir modular 850. Gehäuse machen wir zwei davon. So, alles sofort ordern. Dann haben wir das schon fertig. So, was hast du denn? CPU aufrüsten, Viren beseitigen. Verdammt, habe ich die AMD jetzt nicht gekauft? Oh nein. Er sagt mir, ich habe die im Inventar, warum kann ich die da nicht einbauen? Okay, dann habe ich es übersehen. Nicht nur als Aufrüsten? Okay, was hat. Er hat doch. Hatte er 5 vorher drin? 1,5, ne? Okay, er hat auch 6 Core. Okay, das ist nicht Aufrüsten. Okay. Dann machen wir 1,8. Er hat 8 Core. So, angepasste Wasserkühlung. Wo ist denn der Stick hier rein? Was hast du denn hier drin? Cap it all kann ausgeführt werden. Ja, gucken wir mal, ob das so einfach ausgeführt werden kann bei dir. So, was hast du bei dem PC? Ach ja, den müssen wir zusammenschrauben. Ja, stimmt, stimmt. Muss ich erstmal hier einen Sticker holen.
Lass uns erstmal die Festplatte einbauen. Oder wird CPU schon drin? Nein, ne? Noch nicht. So, Grafikkarte. So, jetzt muss ich gucken, wenn ich jetzt die CPU einbaue. Ach, ich habe nur eine 1,5er. Verdammt, das ist die falsche. Ja, sag ich doch, die 1,6er reicht nicht. Da muss ich schon ein bisschen mehr haben. Was ist jetzt los? Okay, da war gewechselt. So, wenn ich die in 1,8er einbaue, reicht das dann? Auch nicht. Okay, da muss ich mal anders gucken. Ach, was ist die beste AMD-CPU? So, was hast du jetzt? Achso, keep it all, warte. So, einmal neu starten, damit ich gleich die Wasserkühlung einbauen kann. So, AMD CPU. So, jetzt habe ich die beste genommen, die wir jetzt haben mit 16 Core. Und er kann jetzt erst auf 16 ausführen. Okay, dann bauen wir einen vernünftigen Lüfter rein. So, in das Kabel, achso. Achso, das Stick muss ich noch reinschmeißen. So, lass mal kurz bei dir gucken. Achso, kann nicht ausgeführt werden. Wieso nicht? Ja, CPU wird es wahrscheinlich nicht liegen. Grafikkarte vielleicht. Grafikkarte. Ja, Behälter, wo soll... Achso, da kommt der hin. Block. Kühler will ich eigentlich hier vorne hin machen. Dann kann ich mir die PCs zusammenbauen. So. Okay, wie kann ich jetzt die Staubfilter reinmachen?
habe sogar Minus weggemacht. Ja, gerade wenn RU hinten dran steht, dann sollte man immer vorsichtig sein. Man sollte nicht einfach irgendwas runterladen, weil die haben einfach nie Antivirenprogramme gecheckt. Workshop noch drauf machen. Ich krieg den Lüfter nicht installiert. Okay. Warum auch immer. Kann sein, dass das nicht geht wegen dem Board. Ich sehe, wir haben bei vielen Sachen machen wir nur Minus, ne? Aber wir kommen ja trotzdem über die Runden. Wir schaffen es trotzdem. So, ich lasse mal im Benchmark laufen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir 9000 glatt erreicht. Von der, vom Benchmark-Wert her. Ich hoffe, dass das jetzt so langsam mal ein Ende hat. 123 Euro Gewinn. So, die können wir alle verwerfen. Wie sieht's denn aus? Ja, weißt du was? Komm, dann gucken wir uns eben noch den Wochenabschluss an. Und es gibt immer noch neue Aufgaben, das heißt, das DLC geht immer noch weiter. Gucken wir mal. Oh, gefällige Dekor. Was haben wir denn hier? Grafikkarte, 8 Terabyte aufrüsten. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe Bradley geschlagen. Sprache nach Bali. Und nachher kommt raus, dass beide nicht nach Bali fahren. Oder beide nach Bali fahren, weil beide gewonnen haben. Was ist denn für eine Grafikkarte? AMD Radeon X5700. Warte, Grafikkarte. Das ist die hier. Da kann ich die schon mal ordern. 8 Terabyte Speicher. Festplatte. 4 Terabyte. Achso, jetzt habe ich statt 4, 5 eingetippt.
So, dann habe ich das auch schon mal. Haben erst jetzt ein blaues Kabel installieren. 2933. Speicher, warte. So, dann haben wir den auch. Blaues Kabel. Ich will noch mehr Leistung. Noch ein bisschen mehr Leistung. Okay. Auf 13.000. Boah. Habe ich dein PC schon hier? Reparatur. Staubreinigung. Nee, das ist der nicht. Da muss ich den bauen. Ich habe nur drei PCs. Diagnose. 13.000. Ist das der, den wir gemacht haben? Da fehlt doch alles. Och, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay. $6,000 Budget. PSU, Grafikkarten, Lüfterkühler installieren. Was hat er denn jetzt schon wieder? Ich bestelle die Sachen schon mal, aber ich werde das heute nicht mehr machen. Netzteil. Da brauchen wir dann bestimmt das. Was ist das für ein Gehäuse? Sag mal nochmal den Namen. Obwohl, habe ich ein Netzteil schon da mit 1000? Ne. Ja, sagen wir mal. Netzteil. Nein, stopp, falsche. Länge von maximal. 150.000. ...180 könnte schon zu lang sein. 170. Wir probieren das mal aus. So, Grafikkarte müsste ich noch eine gute haben. Könnte man die eventuell probieren, obwohl ich nicht glaube, dass das reicht für 13.000. Was hat er denn für eine CPU da drin? i7 8700. Will ich schon. Jawohl, aber wir müssen es ausprobieren. Mal gucken, ob das reicht. 1070. Jetzt habe ich die Sache nicht bestellt, ne? Jetzt mache ich ja doch die Sachen. Na gut, den Auftrag machen wir jetzt noch, dann hören wir aber auch auf. Aber zumindest den einen machen wir hier mit dem Benchmark. Ich hier schon mal die PCs vorbereiten. Na.
Anscheinend nimmt er wieder nicht alle Kabel an. Ja, aber warum nicht? Jetzt hat er es gemacht. Ach guck mal, kann ich gerne beim PCs auch noch eben machen. Die anderen drei, wenn ich die jetzt mache, kann ich die auch eben machen. Ich glaube, den Speicher habe ich nicht bestellt, ne? Nee. Ah, das ist doch doof. SSD habe ich, glaube ich, auch nicht bestellt, ne? Ne. Vulkan heißt die. Ach, jetzt weiß ich nicht, welcher das jetzt genau war, aber was ist das hier für ein Speicher gewesen? 2600. Und 5000 hat er gerade mal. 5. Ja, das ist, Coffee Lake. Was haben wir denn da an CPUs? CPU. Hersteller. Coffee. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob die 2080 da überhaupt reinpasst. Nehmen wir mal eine, die relativ klein ist von der Länge her. Nehmen wir mal die hier. Zahlung sind 6000. Was haben wir reingesteckt? 2000. Da sollte ich auch mal vielleicht drauf achten. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt bald eigentlich fertig sein sollten. So lange wird das wohl nicht mehr dauern. So, Festplatte. Die Grafikkarte muss ich auch ersetzen, die habe ich nicht gesehen. Oh. Sollte aufhören für heute. Habe ich irgendwas Besseres? Ich glaube nicht, ne? Grafikkarte 2060. Ja. Die hier. Das habe ich nämlich nicht gesehen, ist das Problem. So, was ist mit dir? Der ist fertig, der läuft noch. So, dann gehen wir direkt rüber. Der Benji läuft auch noch. Alle Teile verkaufen. So, PC wieder zusammenbauen. Und starten. Klick rein. Lüfter laufen nicht. Läuft nicht. Laufen beide nicht. Und 9000. Was ist das denn?
Da kommt die Grafikkarte auch raus. Ich habe Gewinn gemacht. Achso, wir können sogar hier, guck mal. Ich kann jetzt sogar sagen, wie hoch die Priorität ist. War nicht schlecht. So, was ist jetzt mit dir? 9000, Alter, das gibt's doch nicht. Für Netz halt drin, 1000 Watt. Wie heißt denn das Gehäuse? Ja, 380T ist das. 380T. Mini IDX ist das. Auf Platina. So, da hätte ich ganz gerne eine AM4-Variation. Also für die hier. Ja, die sind alle nicht gut Multi-GPU-technisch verfügbar. So, CPU. AMD. Wenn das jetzt auch nicht passt, dann habe ich keine Ahnung mehr. Dann übergebe ich den echt an die Nachtschicht. So, Hauptplatine. Ich habe doch keine 20 Super da eingebaut.
Ach doch, klar. Was habe ich jetzt gesagt, war das? 120? Nee, wie ist das? Ach, das gibt's doch nicht. Wie ist dein Gehäuse jetzt nochmal? 180, nicht 320. 180. GPU-Länge. PSU, GPU 290. Grafikkarte. Länge 250 maximal so rum. So, absteigend. 190 Maximum. Ach, ich hab doch hier eine 300. Ach nee, die ist zu lang. Die ist zu lang, ist die. Zu lang, deswegen passt die auch nicht rein. 285, die könnten wir probieren. Die müsste passen. Ah, stopp, ich habe die Festplatte vergessen. Ach, nicht dein Ernst. Ach komm, weißt du was, ich gebe den an die Nachtschicht ab. Ich muss die Bauteile vom Kunden installieren, ganz ehrlich. Mache ich zur Nachtschicht, weg damit. Das ist mir zu doof. Das ist mir zu doof. Absolute Gülle, der neue Roman. Es ist immer so. Es gibt immer, egal wie gut du bist, es gibt immer irgendjemand, der sagt, das ist scheiße. Wenn du übers Wasser gehst, wird einer sagen können, der kann nicht schwimmen. Es ist immer so. Immer. Es gibt immer was zu kritisieren. Egal, was man tut. Dachs mit Flammenwerfer ist dabei. Boah, ich würde dieses Buch so gern lesen, ne? Ohne Scheiß. Ja, okay, Leistungswert von 9000. Ja, aber nicht mehr heute. Also die letzten PCs haben mir gerade schon gereicht. Wenn ich das von dem Kunden wieder einbauen muss und es funktioniert halt nicht, weil das Board einfach scheiße ist. Und man hätte natürlich auch versuchen können, direkt eine andere Grafikkarte einzubauen, aber ist egal.
So, ich speichere jetzt. Und mache dann erstmal Pause mit dem Projekt.